In diesem Video möchte ich zeigen, wie wir Node-RED auf dem Raspberry Pi zusammen mit dem Arduino X1 Board anwenden können. Wir haben in den vorhergehenden Videos ja eine Firmware auf das Arduino gespielt, auf den Arduino-Controller, den Pi dann vorbereitet, dass wir die Informationen von dem Controller lesen können. Und nun soll in Node-RED diese Information verarbeitet werden. Auf der Seite Node-RED.org, wenn man etwas runterblättert, da gibt es schon eine Information, wie das auf dem Raspberry Pi zu installieren ist. Ich habe das Jesse installiert und muss daher das System komplett installieren. Einfach Copy-Paste und hier einfügen. Der ganze Prozess dauert sehr lange. Also bis es wird Node.js aktualisiert und noch einige andere Dinge werden aktualisiert. Das dauert sehr lang, das habe ich schon mal vorbereitet. Aber es läuft relativ reibungslos. Wenn wir das gemacht haben, geht es zum nächsten Schritt. Wir erzeugen ein Directory im Home. Das heißt dann Node-RED. Und gehen dann da einfach mal rein. Für das Beispiel brauche ich das Dashboard. Das sind ein paar UI-Nodes, mit denen man HTML-Seiten bauen kann. Das wird einfach so installiert, npm, und das heißt Node-RED Dashboard. Soweit ganz gut. Für das Arduino X1 haben wir eine Node programmiert. Die findet man auf GitHub. Arduino X1 und was sage ich denn? Unter SRC Node-RED. Hier haben wir eine kleine Anleitung und das wird einfach so installiert. Rein. So, damit müssten wir fertig sein und dann lässt sich das auf der Konsole Node-RED Start einfach zum Testen mal so starten. Wie man das als Daemon startet, ist auf der Node-RED Seite dann erklärt. Gut, soweit gut. Wir können das über die Webseite ansprechen, das Node-RED, einfach die Adresse des Raspberries und 1880 ist der Port. So, da kriegen wir jetzt einen leeren Flow. Zu Node-RED möchte ich jetzt gar nicht viel sagen, es ist, da gibt es ja auch jede Menge Videos schon bei YouTube. Nur kurz, wir haben hier auf der einen Seite die Nodes, die wir dann zu einem Flow mit mehreren oder zu mehreren Flows zusammenstellen können. Wir haben hier die Input-Flows, Output-Flows und Funktionen. Und bei den Funktionen sollte jetzt irgendwo das Arduino X1 auch mit dabei sein, genau. Also die Arduino X1-Node nimmt Informationen
jetzt von der Firmware entgegen, zerlegt die und gibt die wieder weiter. Wir können das an einem ganz kleinen Beispiel mal machen. Ich nehme mal die serielle, halt den Input, die serielle Schnittstelle, konfiguriere die. Das ist dann dev tdys 0. Boot Split Character slash N. Gut, das passt. Name Andino. Port. Jetzt können wir mal sehen, was da kommt, indem wir einfach einen Debug-Node hinten dran ziehen, verbinden das, deployen das. Und schauen mal im Debug, was da ankommt. Genau. Das heißt, hier kommen die Meldungen jetzt alle 5 Sekunden, so wie wir es eingestellt haben. Dann nehme ich die Andino-Funktionsnode. So. Da kann ich jetzt sagen, ich möchte etwas filtern. Ich möchte die Counter-Events herausfiltern. Counter only. Und nehmen nochmal die Debug Node und schauen, was dabei rauskommt. Das heißt, jetzt holt er mir die Counter raus und gibt die mir als JSON-Block dann weiter. Was man jetzt auch machen kann, ist einfach einen JSON-Block, der Boolean gibt, dann auf Release mappen. Dazu habe ich ein Beispiel vorbereitet, das müssen wir jetzt alles gar nicht eintippen. Und zwar auf unserer GitHub-Seite wieder. Andino X1 SRC Node-RED. Und hier ist ein Sample-Flow. Den können wir einfach mal ups. Gibt es hier ein Copy? Machen wir RAW. Ah, Copy. Das können wir einfach kopieren. Ich nehme hier nochmal alles raus aus dem Flow. Und über Import Clipboard können wir das einfach einpasten. Zack. Wo man jetzt ein bisschen aufpassen muss, ist, glaube ich, die Schnittstelle ist in dem Beispiel mit 9600 Boot konfiguriert. Das muss man halt dann eben umstellen in der Input- und der Output-Node, so wie es in der Firmware eingestellt ist. Was jetzt hier passiert ist, wir haben aus dem Dashboard habe ich mir Buttons geholt, 4 Stück, und habe dahinter eine Payload gehängt, Relais 1, also das Relais ist Nummer 1, State ist True. Bei dem zweiten Button Relais ist 1, State ist False und so weiter, Relais 2 und so weiter. Die ganzen Buttons gehen auf einen Switch und der Switch switcht entsprechend seine Outputs abhängig von dem Relais Property. Das heißt, Relais 1 geht hier hin, Relais 2 geht hier hin. 2? Ja. Also 1 geht hier hin, 2 geht hier hin. Damit haben wir die Relais getrennt und da hole ich mir jetzt den State raus. Und der gibt dann eben nur noch ein Boolean. True oder False. Das heißt, ja gut, es geht jetzt weiter in die Andino-Node. Die ist auf Relais 1 gestellt. Das heißt, die bekommt als Input ein Boolean. Und schalte dann das Relais 1 entsprechendes Boolean. Das Ganze wird wieder auf die TDY-Schnittstelle gegeben. Man könnte jetzt hier auch natürlich einen anderen Button dranhängen, der True oder False in irgendeiner Form
hier reingibt. Also das ist der eine Flow. Der andere Flow ist, ich lese hier von der Schnittstelle, hole mir die Counter raus. Das haben wir schon gesehen. Hier ist der Filter auf Counter gestellt. Hier ist der Filter auf Events gestellt, also State. Und das Ganze wird einfach auf Textboxen ausgegeben. Gut, das habe ich schon so deployed. Wenn wir jetzt auf... Ja, also man braucht nur den Raspberry angeben, 1880 und dann UI. Dann bekommen wir das UI. Hier sind die Buttons. Wenn die jetzt gepresst werden, hört man, wie die Relais schalten und sieht dann auch, weil ja die Outputs auf die Inputs gegeben sind, wie die Counter hochzählen. Hier müsst ihr jetzt Counter 2 hochzählen. Genau. Und State ist, wenn ich on habe, müsste der State irgendwann auf on gehen. Bei Relais 1 geht dann auch nach 5 Sekunden der State auf 1. Also das ist jetzt einfach ein kleines Beispiel, wie man dann die Informationen weiter verarbeiten kann. Es sind jetzt sehr viele Möglichkeiten. Wir könnten das Ganze in der Datenbank speichern und einfach fortlaufend zählen, wie viele Impulse kommen denn dann, und das Ganze dann irgendwo weiter deployen im Netzwerk.